Schmetterlings, deshalb werden sie auch Schmetterlingskinder genannt. Kinder, die nicht wie die anderen im Sand spielen und am Boden herumtollen können. Jene Berührung ist für sie gefährlich und vor allem äußerst schmerzhaft. Epidermolysis bullosa nennt sich diese unheilbare Krankheit, an der allein in Österreich 500 Kinder leiden. Jetzt wird nur mit Spendengeldern ohne Unterstützung der öffentlichen Hand in Salzburg das erste österreichische Therapie- und Forschungszentrum errichtet. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf der Genforschung. Gudrun Kampelmüller über den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit. Jeder Tag, den Sie gemeinsam erleben können, ist ein schöner Tag. Familie Feichtelbauer rechnet in anderen Dimensionen. Nina, 10 Jahre alt, ist ein Schmetterlingskind. Sie leidet an der Genkrankheit Epidermolysis bullosa. Ihre Haut ist so dünn und verletzbar wie der Flügel eines Schmetterlings. Nach circa 3 Monaten, nach einer Nottaufe, wussten wir dann, dass es Gott sei Dank eine lebensfähige Form ist, die dystrophe Form. Und wir waren also wirklich froh, dass wir Nina bei uns hatten. Und wir schauen nun, dass wir Nina eigentlich ein ganz normales Leben bieten können. Vor allem, dass sie, so wie sie von Naturell her ist, sie ist ein sehr glückliches Mädchen, dass sie mit dieser Krankheit genauso glücklich leben kann als wie ein gesundes Mädchen. Es gibt Situationen, wo man auch selber ins Grübeln kommt, vor allem dann, wenn in der Nacht zum Beispiel ein greller Schrei erfolgt und bei der Nina Blasen in den Augen auftreten und sie in der Früh aufwacht mit 2 zugeschwollenen Augen und dann 2-3 Tage nicht sieht, bekommt man schon gewisse Probleme und denkt darüber nach, wie soll Nina das ihr Leben lang ertragen können. Nina erträgt ihre Krankheit tapfer. Jeden Tag bekommt sie neue Blasen am Körper dazu. Die alten Wunden heilen nur schwer ab. Blasenunterrisse entstehen bei nur geringster mechanischer Belastung. Das macht den täglichen Verbandswechsel äußerst mühsam und schmerzhaft. Aussicht auf Heilung gibt es keine. 2-mal pro Jahr kommt Nina zur Generaluntersuchung auf die Dermatologie im Salzburger Landeskrankenhaus. Hier sitzen die besten Experten Österreichs. Und hier soll auch ein neues Therapie- und Forschungszentrum für Epidermolysis bullosa entstehen. Unter der Leitung von Primar Helmut Hintner, der sich schon seit mehr als 25 Jahren mit dieser Krankheit beschäftigt. Nicht nur die 500 Patienten in Österreich, auch Betroffene aus dem umliegenden Ausland, sollen im neuen Salzburger Zentrum behandelt werden. Speziell ausgebildete Ärzte sollen helfen, die tägliche Qual von Schmetterlingskindern zu lindern. Es ist auch immer wieder die Meinung, dass das eine reine Hauterkrankung ist. Es sind aber auch die Schleimhäute betroffen, des Magen-Darm-Traktes, des Urogenitaltraktes. Und dadurch gibt es natürlich viel mehr Probleme, auch der Lunge. Und wir mit diesem Zentrum wollen, dass wir viele Ärzte haben aus allen Disziplinen der Medizin, die Erfahrung haben, weil bei einer seltenen Erkrankung ist man plötzlich erstaunt, dass man das jetzt sieht und kennt sich nicht so aus. Aber in einem Center of Excellence gibt es eben von jeder Disziplin 1 oder 2, die sich damit auskennen. Und wir lernen mit den Betroffenen, mit den Familien zusammen, auch mit den speziellen Problemen umzugehen. Gleich neben der Dermatologie wird das neue Spezialzentrum entstehen. Der Direktor der Salzburger Landeskrankenanstalten stellt den Baugrund zur Verfügung. Kosten rund 1,7 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt nur mit Spendengeldern. Die öffentliche Hand hat kein Geld dafür. Auch Lena wird vom neuen Behandlungszentrum profitieren. Sie leidet ebenso wie Nina an dem Gendefekt. Gott sei Dank an einer etwas leichteren Form. Lena ist 9 Jahre alt. Sie geht in die Schule und besucht gemeinsam mit ihrer Schwester Emmy einen Hort im 8. Wiener Gemeindebezirk. Das Leben soll für die kleine Patientin so normal wie möglich ablaufen. Integration ist oft nicht leicht, meint Lenas Mutter. Aber alle im Umfeld von Lena arbeiten daran, dass es klappt. Denn die Angst, dass etwas passieren könnte, ist immer mit dabei. Man muss sich das so vorstellen, dass ich also die ersten Jahre ständig in ihrer Nähe war, immer mit einem Auge geschaut habe, weil schon beim Krabbeln Blasen entstanden sind oder wenn sie ausrutscht oder wenn sie irgendwas falsch angreift oder wenn sie die ersten Schritte, die sie gehen lernte oder wenn sie dann anfangen zu laufen, die Kinder laufen ja sehr gerne,
Das war immer, wenn sie dann so einen Weg runtergelaufen ist, das war jedenfalls bei mir immer mit Bauchschmerzen verbunden und mit der Hoffnung, hoffentlich fällt sie da jetzt nicht hin. Aber es ist halt sehr wichtig, dass sie halt so viel wie möglich machen kann, weil was sie jetzt lernt, ist einfach gut. Es ist wie ein Lotteriespiel. Man weiß nie, wann die nächste Blase entsteht und welche Folgen das nach sich zieht. Verletzungen, die für andere Kinder relativ harmlos sind, sind für Schmetterlingskinder ein Albtraum und mit großen Schmerzen verbunden. Lena ist einmal am Schulweg gestürzt und hat sich das halbe Gesicht aufgerissen und die Zähne ausgeschlagen. Wildes Herumtollen mit Schwester Emmy, Fußballspielen oder Turnunterricht sind oftmals tabu für Lena. Zum Beispiel beim Turnen kann ich nicht mitspielen, weil da so viele Kinder sind. Es sind 43 Kinder, 33 Kinder und das sind dann so viele Kinder und dann stolpern sie auch und dann fall ich hin und dann schlage ich mir die Knie auf und so. Was passiert denn da, wenn du stolperst? Also meistens kriege ich dann so Blasen, eine Blase auf der Hand oder mein Knie blutet halt. Tut das sehr weh dann? Ja, schon. Die einzige Chance, die Experten als Lösung sehen, ist die Gentherapie. Im neuen Spezialzentrum in Salzburg soll auch verstärkt geforscht werden. Der Gendefekt an sich ist bereits bekannt, nicht aber, wie er geheilt werden kann. Biologin Gabriele Pohler zeigt uns, wie sich die kranke von der gesunden Haut unterscheidet. Dieses Band, das Sie hier sehen, heißt, dass das Protein in der Haut regulär vorhanden ist. Wenn wir nun die Haut eines Patienten ansehen, so ergibt sich ein gänzlich negatives Bild. Im Basalmembranzonenbereich ist keine Färbung, das heißt, das Protein fehlt in diesem Bereich. Und das ist der Grund, warum sich genau dort, wo dieses Protein fehlt, Blasen in der Haut bilden. Universitätsdozent Johann Bauer wird der neue Leiter des Spezialkrankenhauses für Schmetterlingskinder werden. Er beschäftigt sich ebenfalls seit Jahren mit Gentherapie für Epidermolysis bullosa-Patienten. Innerhalb von 5 bis 10 Jahren müsste eine Heilungsmethode gefunden sein, meint er. Wir haben einen speziellen Weg. Wir setzen eine spezielle Technik ein in der Gentherapie, die Genschere. Wo da ganz kleine Teile aus einem Gen herausgeschnitten werden und wieder eingesetzt werden in Hautzellen. Und das ist eine sehr junge Technik und die müssen wir erst etablieren für diese Hautzellen und daher werden wir uns verstärkt auf diese Technik konzentrieren. Es wird alles getan, damit die Forschung vorwärts kommt. Lenas Vater, Rainer Riedl, ist der Obmann der Selbsthilfegruppe Debra Austria. Der Verein setzt alles daran, Betroffenen zu helfen, denn der Alltag ist schon schwer genug. Das tägliche Verbinden dauert oft mehrere Stunden. Also nur zur Vorstellung, was wir so an Material verbrauchen. Ich habe so einen Passat-Kombi und den füllen wir ungefähr 3-4 Mal im Jahr hinten komplett voll, also die Ladefläche, nur mit Verbandsmaterialien, also mit diesen Wundauflagen. Das sind an sich sündteure Wundauflagen, haben aber den Vorteil, dass sie nicht wirklich kleben, sondern sie haften nur schön drauf, sind auch irgendwie desinfizierend. Weil man so die normalen Pflaster oder normalen Dinge gar nicht verwenden kann. Und wie man sich vorstellen kann, braucht man da relativ viel. Da geht viel drauf, ja. Und die Krankenkasse bezahlt diese Verbandsmaterialien oder ist man sehr auf sich allein gestellt? Das wird schon von der Krankenkasse übernommen, allerdings macht allein die Rezeptgebühr für diese Dinge schon einiges aus und die Rezeptgebührenbefreiung bekommt man wirklich nur, wenn man mehr oder weniger schon ein Sozialfall ist. Debra Austria wurde im Herbst 1995 von einer Gruppe von Betroffenen, Ärzten und Wissenschaftlern gegründet. Man wollte etwas tun und nicht nur warten, bis etwas geschieht. Das EB-Zentrum in Salzburg wird großteils durch Aktivitäten der Selbsthilfegruppe Debra finanziert. Nicht nur das. Man ist international vernetzt und ständig auf der Suche nach neuen Informationen. Zuerst war es wichtig, nicht das Gefühl zu haben, ganz allein zu sein in Österreich oder gar auf der Welt mit dieser Krankheit. Es war am Anfang wirklich eine reine Selbsthilfegruppe, wo wir einfach Erfahrungen ausgetauscht haben. Und
mit der Zeit haben wir uns dann auch international vernetzt, auch gesehen, es gibt solche Gruppen in anderen Ländern, haben gesehen, es gibt derzeit eigentlich keine Heilung, es wird zwar geforscht, die medizinische Versorgung in Österreich ist sehr schlecht und da haben wir dann so vor 2-3 Jahren gesagt, so und jetzt lassen wir uns sozusagen von unserem Schicksal da nicht irgendwie unterkriegen, sondern nehmen unser Schicksal selber in die Hand und haben beschlossen, wir sammeln Geld. Geld, mit dem auch Nina geholfen wurde. Ihre stark verwachsenen Hände wurden von einem Spezialisten aus London operiert. Rainer Riedl hat ihn ausfindig gemacht und der Verein Debra hat ihn nach Österreich gebracht. Die Kinderchirurgin Barbara Ludwikowski hat bei der Operation assistiert. Auch sie ist eine der Medizinerinnen, die dem Expertenteam in Salzburg angehören. Es wäre naheliegend zu sagen, das Schönste, was es gibt, wäre, dass morgen Heilung kommt, aber ich glaube, das ist unrealistisch, das wird noch einige Jahre dauern. Was ich mir eigentlich wünschen möchte, ist, dass die Lena trotz ihrer Behinderung ein möglichst erfülltes Leben führen kann, möglichst selbstständig werden kann, möglichst einen Beruf erlernt und möglichst einfach auch integriert ist in einem Freundeskreis, in ein schulisches und berufliches Umfeld und damit und daraus eine gewisse Zufriedenheit schöpft. Wenn natürlich die medizinische Versorgung besser wird, wenn Heilung da ist oder zumindest eine wirklich essentielle Linderung, dann ist das natürlich, wäre das natürlich ein Wahnsinn. Ja? Und das EP-Haus ermöglicht einmal die medizinische Versorgung und die Wahrscheinlichkeit, dass auch dort ein Beitrag zu einer Heilungsmethode gefunden wird, ist einfach groß. Thema wird dieses Projekt übrigens weiterhin begleiten. Wie gesagt, es finanziert sich rein aus Spendengeldern. Deshalb darf ich Sie auf die Spendenkonten verweisen. Unter der Wiener Telefonnummer 870 70 30 stehen Ihnen die Kollegen vom ORF Kundendienst gerne zur Verfügung, damit hoffentlich den Kindern rasch und nicht erst in 10 Jahren geholfen werden kann.